Fußball in meinem Leben hat natürlich eine zentrale Bedeutung. Ich wollte immer nur Fußball spielen, wollte Profi werden. Und als das dann klar wurde, dass das nicht klappt, aus unterschiedlichen Gründen, war es klar, dass ich trotzdem im Fußball bleiben will. Ich sehe es als großes Privileg, in diesem Sport berufstätig sein zu können und dann auch noch mit so einer Aufgabe vertraut zu sein. Ich denke auch, dass ich die Werte von dem Verein sehr gut vertrete, weil die einfach mit meiner Person gut vereinbar sind und dementsprechend eine klare Haltung zu gewissen Dingen dann auch annehmen kann. Die Red Bull-Spielphilosophie, über die spricht man ja so oft. Ich bin einer derer, die den als Trainer tatsächlich auch an der Akademie bei den verschiedensten Mannschaften umsetzen durften. Wenn man sieht, wie sich der Verein entwickelt hat die letzten gut 10 Jahre, was die Titel betrifft, was die Transfererlöse betrifft, was die Entwicklung von jungen Spielern betrifft. Die Erfolge sind ja beeindruckend. Ich glaube, dass gerade unter dem neuen Trainer jetzt auch jeder Spieler gesehen hat, dass er die Chance bekommt und dass er sich zeigen kann. Ich denke, dass man erstmal den Weg konsequent weitergehen muss. Man kann da noch da und dort noch mehr in die Tiefe gehen und denke, dass wir hier mit diesen 3 Standorten, Akademie, Stadion, Taxham, noch ein bisschen länger zusammenrücken können auch. Natürlich nimmt der Fußball viel Zeit in Anspruch und die wenige Zeit, die man dann hat, die verbringt man dann gern mit seiner Familie. Am meisten motiviert mich die Liebe zu diesem Spiel und ich glaube, dass ich gut vorbereitet bin aufgrund der langen Jahre und der sehr abwechslungsreichen Reise in dem Verein. Und für mich ist der FC Red Bull Salzburg tatsächlich der geilste Club der Welt. Er hat einen beeindruckenden Weg hingelegt und ich bin einer von denen, die das mit voller Kraft weiter vorantreiben werden.